Hi Leute, ich habe vor einigen Tagen ein großes Paket von der lieben Kati aka Contra Junkie bekommen und ich habe noch nicht reingeschaut. Das werden wir jetzt gemeinsam machen. Ich bin schon ganz, ganz gespannt, was da alles drin ist. Genau, und zwar hatte ich mit der Kati nämlich ausgemacht, dass sie mir ein paar Sachen zum Testen schickt, die ich zu Hause nicht habe und ich mir jetzt nicht unbedingt selbst zulegen möchte. Also kann man das wie eine Art Make-up-Sharing betrachten, was ich total cool finde, damit man sich einfach nicht ständig neue Produkte zulegen muss oder den Drang hat, sich neue Produkte zuzulegen. Deswegen finde ich das richtig, richtig cool. Also sie hat mir natürlich auch nur Sachen geschickt, die jetzt nicht so extrem verwendet wurden, wegen Hygiene und sowas. Und sie hat sie auch nochmal sauber gemacht. Ja, nicht, dass sie wieder irgendwer in den Kommentaren ausflippt. Ich finde das total cool und das sollte wirklich mal öfter gemacht werden. Und, erstmal hier eine ganze Menge Füllmaterial, damit nichts kaputt geht. Was haben wir denn da? Von meiner lieben Freundin Cuddy von Eve Butterfly Soaps, handgemacht. Ist parfümiert, aber hält Bombe. Hoffe, du magst es. Lufa Soaps, was ist denn das? Da muss ich gleich mal reinschauen. Ich muss das, glaube ich, auch mal ein bisschen in die Kamera halten, damit ihr wisst, was hier überhaupt drin ist. Oh, ich bin so ein schlechter YouTuber. Entschuldigung. Was ist das? Ach, das sind Seifen, wo so ein kleiner Lufferschwamm mit eingearbeitet ist. Auf jeden Fall eine cute Idee. Muss ich mal schauen, inwiefern ich das benutzen kann. Voll süß. Echt cool. Coole Sache. Werde ich mal am Körper testen, weil so für Gesicht, Hände kommt mir Seife natürlich nicht an die Haut. Aber am Körper werde ich das mal ausprobieren. Sieht auf jeden Fall super aus. Riecht auch gut. Bin ich mal gespannt. Werde ich ausprobieren. Dann, oh mein Gott, ganz viele Süßigkeiten. Ah! Center Shock! Geil! Die habe ich als Kind immer gegessen. Und auch diese Crazy Dips, heißen die so? Gibt es die überhaupt noch? Die Lollis, die wie Füße aussahen, wo so Knisterpulver in der Verpackung mit drin war, die habe ich unheimlich gern gegessen. Aber das ist auch Kindheit pur. Werde ich mir gleich mal einverleiben hier. Oh, ich frage mich, ob die immer noch so sauer sind wie früher. Ja. Oh, da kriege ich gleich Gänsehaut. Mm. Oh mein Gott. Das haut ganz schön rein. Mm. Aber da sind noch viel, viel mehr Süßigkeiten. Und was ist das? Was ist denn das? Das tue ich jetzt erstmal beiseite. Ich kann ja nicht ständig mit vollem Mund hier mit euch reden. Eine Hydrogelmaske ist auch dabei. Vor allem, wir sind überall Post-its dran geklebt. Keine Ahnung, ob die Inzis zusagen, lol. Aber meine sensible Haut kommt gut damit klar. Also ab zum Entspannen. Ich guck's mir mal an. Immerhin keine deklarationspflichtigen Duftstoffe. Das ist doch super nice. Schau ich mir an. Coole Sache, was haben wir noch mehr? Eine Probiergröße von einer Haarmaske. Ein bisschen Parfum. Noch ein bisschen was zum Probieren. Und Füllmaterial. Ganz viel Füllmaterial, Süßigkeiten. Oh. Oh. Oh mein Gott, Entschuldigung, falls ich hier schmatze. Das ist der Kaugummi.
Die Be Perfect Carnival Free Palette. Oh mein Gott. Die wollte ich eigentlich schon immer mal ausprobieren. Und finde das so geil, dass die Kati, die mir jetzt einfach mal zum Testen zugeschickt hat. I mean. Oh. Ah, die ist auch echt riesig, wa? Oh mein Gott. Die Farben, oder? Absolut geil. Also da freue ich mich echt schon drauf, die auszuprobieren. Ihr wisst ja, ich liebe meine BH Cosmetics Paletten, aber boah, das sieht auch echt Hammer aus. Vor allem die Grüntöne, die schreien ja meinen Namen. Aber auch diese lila Sachen finde ich ziemlich interessant. Da trage ich ja relativ selten, was in die Richtung geht. Bin ich super gespannt. Danke, liebe Kati. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Hier ist ja noch mehr drin. Ne? Auf jeden Fall noch mehr Süßigkeiten. ich lege das mal hier so zur Seite erstmal. So, was ist das? Auf jeden Fall alles sehr, sehr gut verpackt. Lip Liner. Lip Liner von Nabla. Aus der neuen Kollektion, glaube ich. Übelst cool. Ich habe einen Lip Liner von Nabla und den finde ich richtig, richtig gut. Ich schaue mir bloß mal die Farben fix an. Oh ja. Super nice. Da freue ich mich auch schon riesig drauf, die auszuprobieren. Nächste Farbe. Nächste Farbe. Farbe. Nude 1. Und die Farbe Nude Nummer 4. Sehr geil. Sehr geil. Was haben wir hier noch? Nabla Miami Lights. Oh mein Gott, das ist diese Glitzerpalette mit diesen Toppern. Oh, die wollte ich auch schon seit Ewigkeiten mal ausprobieren. Aber fürs Ausprobieren war ich dann doch zu geizig, den Preis zu zahlen. Deswegen freue ich mich so riesig, dass ich die einfach mal testen kann. So geil. Ich werde natürlich nur mit Pinseln reingehen, mit schön sauberen. Damit Kati die guten Sachen hier auch wieder in einem einwandfreien hygienischen Zustand zurückbekommt. Oh mein Gott, dieser Spiegel. Aber ob der gegen meinen Brokkolispiegel ankommt, ich bin mir da nicht so sicher. Trotzdem absolut geil. Es sollte auf jeden Fall mehr Handspiegel auf der Welt geben, die gut aussehen und nicht so komisch gräulich wie in der Drogerie. Ich finde es auch immer doof, dass die Spiegel in der Drogerie so beidseitig bespiegelt sind. Sieht halt auch total blöd aus beim Film. Oh, ein bisschen Trockenshampoo mit Einhorn. Dann eine Deo-Creme von Eve Butterfly Soaps. Da bin ich auch gespannt drauf. Ich habe ja schon ein paar Deo-Cremes ausprobiert, aber mit den meisten bin ich nicht ganz so gut zurechtgekommen. Die werde ich testen und dann schauen wir mal, wie ich damit klarkomme. Oh, noch eine Nabla-Palette. Ach, das ist die aus der neuen Kollektion. Diese Ruby Lights. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guckt sie euch an. Ist sie nicht wunderschön? Oh! Einfach nur geil. Ach, da freue ich mich so riesig drauf. Hier schön zur Seite legen. Weiter geht's. Ein Lipgloss. Oh mein Gott, ich glaube, den habe ich sogar. Den habe ich mir sogar gekauft. Ja. Renaissance. Den habe ich. Den finde ich richtig, richtig geil. Also die Nabla Glosse sind meiner Meinung nach was Besonderes, weil die sich nicht so wie ein typischer Gloss anfühlen, sondern eher wie ein Lipbalm. Die haben auch nicht so diesen intensiven Gloss-Effekt, aber dadurch sind die halt auch sehr, sehr angenehm. Ich mag die Nabla Glosse sehr, sehr doll. Oh, was haben wir hier noch? Mmh.
Jetzt sag nicht, dass das hier schon wieder eine Nabla-Palette ist. Oh, die Nabla Side-by-Side Nude-Palette. So geil. Look at her. Kommt mir schon der Schutz entgegen, der Plastikschutz. So sieht sie aus. Wow. Oh Mann. Ja, alle würden jetzt wahrscheinlich sagen, eine typische Nude-Palette, aber ich mag die Lidschatten von Nabla richtig, richtig gerne. Deswegen freue ich mich auch hier drauf, die auszuprobieren und ein paar Looks damit zu schminken. Und dann haben wir noch, oh, die allseits bekannte Pilou E-Space. Da bin ich auch echt super, super gespannt drauf. Also viele lieben die ja, vergöttern die, meinen, dass es die allerbeste Base auf der Welt ist. Ich nehme ja selber total gern Eyeshadow Base, weil ich finde, dass das schon einen Unterschied macht. Aktuell am allerliebsten die von Revolution. Aber die werde ich natürlich auch ausprobieren und mit der von Revolution vergleichen. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Und damit ist der Karton schon leer. Geil. Das war mein allererstes Unboxing. Liebe Kati, vielen, vielen Dank dafür, für diese ganzen wunderschönen Produkte, die ich allesamt ausprobieren werde. Also darauf kannst du dich verlassen. Und wenn ich dir nur ein Foto davon per WhatsApp schicke, ich werde sie alle testen. Ich muss jetzt erstmal den Karton hier runterstellen, weil ich mich sonst nicht richtig bewegen kann. So, genau. Und das war's mit meinem allerersten Unboxing-Video auf diesem YouTube-Kanal. Ich danke dir sehr, liebe Kati, dass du das möglich gemacht hast, indem du mir dieses riesige Paket geschickt hast. Ich freue mich auf jeden Fall total aufs Ausprobieren. Jetzt würde mich natürlich auch eure Meinung als Zuschauer bzw. Zuschauerinnen interessieren. Was haltet ihr von Make-up-Sharing bzw. Produkt-Sharing? Ich persönlich finde das richtig, richtig toll. Natürlich unter gewissen Bedingungen, also dass auch die Hygiene gewahrt wird, weil dadurch selbstverständlich auch mehr Informationen im Umlauf sind. Also mehr Leute haben einfach auch die Möglichkeit, ja, Informationen öffentlich zu teilen, Videos zu machen, Instagram-Posts zu machen. Ich meine, nicht jeder hat einfach auch die Chance, PR-Samples zu bekommen oder sich das und jenes kaufen zu können. Deshalb finde ich es persönlich total gut, weil je mehr Informationen zur Verfügung stehen, umso besser könnt ihr euch auch dementsprechend eine Meinung bilden.